Hallo und Servus. Ich werde gar nicht großartig um den heißen Brei herumreden, möchte aber doch ein paar Worte noch loswerden, bevor wir dann zur großen Verlosung kommen. Allen voran, das ist mein originaler Helm, mit dem werde ich auch bei der Rallye fahren. Ich habe alle eure Lose hier reingegeben. Man sieht, dass es sind rund 20 verkaufte Lose. Und ich möchte mich nur noch einmal bei jedem Einzelnen bedanken. Bei jedem, der ein Los gekauft hat, bei jedem, der fünf gekauft hat. Es ist wirklich ein super Gefühl, wenn man merkt, dass ihr da hinter der Sache steht oder dass ihr das cool findet, dass man da mitmacht oder dass einfach ihr sagt, okay, das ist lässig, das taugt mir. Und genau das Gefühl möchte ich eben hergeben. Das ist mein Riesentraum, bei der Rallye einmal mitzufahren. Das war seitdem ich denken kann, wollte ich da immer mal mitfahren. Und jetzt ist es endlich möglich, dank euch. Wir werden in einem wirklich guten Auto fahren. In dem Auto kann man locker in die Top 5, also locker, man kann man in die Top 5 der zweiradgetriebenen Wertung fahren, in der Staatsmeisterschaft. Wir fahren mit einem Opel Corsa OPC. Wir fahren im Opel Corsa Cup, da fahren sechs andere Teams. Wir werden schauen, dass wir in die Top 3 des Cups kommen. Das ist unser großes Ziel, in die Top 3 vom Cup. Wir möchten gute Zeiten im Cup zeigen. Wir möchten eigentlich auch als Ziel haben, eine SP-Bestzeit wäre super, aber da muss halt wirklich alles passen. Da muss auch von mir auch der letzte Rest kommen, wenn der Nona, das ist das schwächste Glied im Fahrzeug, sagt man so schön, ist zwischen Lenkrad und Fahrersitz. Und das werden wir schauen, dass wir das so gut wie möglich hinbekommen. Ich möchte mich echt nochmal bei jedem bedanken. Ich werde hier raus dann eben ein Los ziehen. Und dieses Los wird das Gewinnerlos, das kommt auf die Motorhaube. Der hat die exklusiven Rechte für die Motorhaube. Da werde ich dann noch einmal reden, wie wir das machen. Oder ob der eh sagt, okay, machen wir wie ihr wollt. Also das ist für mich, war es eben nur wichtig, dass wir einen Gewinner haben und der bekommt die vollen Rechte über die Motorhaube, also über den Sponsorplatz der Motorhaube. Wir werden eben wie gesagt bei der Waldviertelrallye teilnehmen, die findet am 10. und 11. November im Raum Horn statt. Der Serviceplatz ist in der Rosenburg, auf dem Parkplatz der Rosenburg. Wir werden ab Mittwoch oben sein und werden bis am Sonntag oben bleiben. Die Rallye findet Freitag und Samstag statt und mich würde es wirklich freuen, wenn ich von euch einige an der Strecke oder im Service wiedersehe. Es ist mir einfach so wichtig, dass ihr wisst, wie viel mir das eben bedeutet und ich würde das eben auch gern zurückgeben. Also deshalb werden wir auch extra Kuchen backen. Also wenn ihr im Service vorbeikommt, kriegt ihr auf jeden Fall ein Stückchen Kuchen oder vielleicht auch einen ganzen, wenn ihr besonders hungrig seid. Meine Eltern sind oben, die haben gemeint, sie können euch auf jeden Fall herumzeigen. Also die Nummern noch brauchen, die sie nicht haben. Könnt ihr euch gerne melden, die können euch herumführen. Meine Mutter ist eben von dort oben, mein Vater kennt sich dort oben auch perfekt aus. Können euch die besten Stellen, um bei der Rallye zuzuschauen, zu zeigen. Sie können euch zeigen, wo muss man hin im Servicepark, wie schaut das aus, können euch ein bisschen erklären, wie funktioniert was, wenn euch das interessiert. Also ich möchte wirklich, dass ihr das volle Programm habt und das ganze Feeling und dass ihr wirklich merkt, worum es da geht und ich finde das einfach so cool, dass ihr uns da wirklich supportet. Viel mehr möchte ich auch gar nicht jetzt irgendwie herumreden. Es ist mir einfach, ich kann eigentlich die Freude gar nicht ausstrahlen, dass der Tag gekommen ist, wo wir da jetzt wirklich die Verlosung machen. Und werde einfach schauen, dass wir da jetzt ein gutes Gewinnerlos finden. Ich möchte da jetzt gar nicht, so, dass man merkt, Entschuldigung, dass man merkt eben, dass ich da keinen Blödsinn fabriziere. So, nehmen wir da unten eines. So. Ich hoffe, wir haben nur eines. Ja. Das ist das Gewinnerlos. Wie gesagt, Motorhaube sind dadurch. Und es ist die Nummer 14. Das ist die Firma Eisenwagen. Danke euch. Es ist eine Riesenfreude, dass ihr euch das sagen könnt. Also es ist eben die Nummer 14. Ich werde euch gleich alle kontaktieren. An den Rest. Würde mich auch über Pickerl freuen, die man eben auf die Seiten vom Auto. Wir finden, wie gesagt, für jeden auf jeden Fall Platz. Und es ist einfach so riesig cool, dass ihr da alle teilgenommen habt. Und wie gesagt, ich kann das gar nicht genug ausdrücken. Und Firma Eisenwagen, gratuliere euch. Ich werde euch die Maße auch schicken, eben von der Motorhaube. Und vielen, vielen Dank. Ich kann das gar nicht genug ausdrücken. In 10 Tagen geht's los. Ich zähle schon die Stunden, ich bereite mich jeden Tag vor, war halt auch schon zweimal laufen und hoffen wir, dass wir das Kampfgewicht auch ersteigern.
danke ich nochmal vielmals, dass ihr teilgenommen habt und ich hoffe, euch alle an der Strecke zu sehen.